Was sagt man eigentlich in anderen Ländern über das, was da in Deutschland gerade passiert? Marlon Herrmann in Straßburg in der Süddeutschen war heute zu lesen, wenn der französische Präsident Macron die Inhalte des bisher bekannt gewordenen Koalitionsvertrags vorstellen würde, dann bekäme er wahrscheinlich Zustimmung. Wie sieht es denn zum Beispiel im Europäischen Parlament aus? Wie sieht man da diese Regierungsbildung in Deutschland? Ja, Thomas Bader, das ist natürlich vor allen Dingen heute ein Thema mitten im Fokus. Und das ist Martin Schulz vorpreschen, dass sich in Sachen Europapolitik geeinigt worden ist. Ich habe mal zusammengezählt. Insgesamt hat jetzt eine Regierungsbildung in Berlin 134 Tage gedauert. Das ist aber nichts im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Denken Sie beispielsweise an die Niederlanden oder auch an Regierungsbildung in Belgien. Aber das Thema Europapolitik, das hat natürlich hier heute auch vor allen Dingen bei den deutschen Abgeordneten aufhorchen lassen. Denn Martin Schulz hat ein Ende eines Spardiktats gefordert. Und was das genau heißen soll, das würde ich jetzt gerne den Europapolitiker und vor allen Dingen auch Mitglied des Bundesvorstandes der CDU, Elmar Brok, fragen. In Berlin geht es in die Zielgerade oder auf die Zielgerade zu, kann man sagen. Heute das Kapitel Europapolitik, das abgeschlossen worden ist. Wie zufrieden kann man sein aus dem Blickwinkel Europas gesehen? Also hier ist man sehr froh eigentlich, dass dieses beschlossen worden ist. Zur Interpretation gibt es natürlich immer Anlass. Denn hier ist nicht Geld ausgeben gefragt, sondern natürlich müssen die Konditionen, die Verpflichtungen eingehalten werden. Das wird man hier auch tun. Allerdings müssen wir mehr Geld zur Verfügung haben für Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, für die Kontrollen der Außengrenzen, für die Digitalisierung. Und dafür wird es sicherlich eine Erhöhung des Haushalts geben müssen, der bisher nur 1% des Bruttoinlandsprodukts beträgt. Der gesamte EU-Haushalt ist weniger als die Hälfte des Bundeshaushaltes. Und Deutschland zahlt immer nur 20% dazu, entsprechend unseres Bruttoinlandsproduktsanteils. Das ist auch immer ein großes Thema hier im Europäischen Parlament. Ein anderes Thema, was auch eingeschrieben worden ist in diesen Koalitionsvertrag, das ist der Kampf der Jugendarbeitslosigkeit und das europaweit. Und dann hat Martin Schulz auch noch davon gesprochen, dass man vor allen Dingen Unternehmen mehr besteuern will. Da geht vor allen Dingen der Blick an die großen Internetkonzerne, Google, Apple beispielsweise. Aber das ist ja alles irgendwie jetzt noch nicht so viel Konkretes. Wie viel Konkretes muss denn dann nachher in Handlung umgesetzt werden von einer möglichen großen Koalition in Berlin? Wir müssen sehen, dass die Kommission erheblich vorgeht mit Entscheidungen, dass Länder diesen Unternehmen mehr Geld abnehmen müssen. Jetzt sollten wir das aber auch rechtlich stärker unterbauen. Da sind die Mitgliedsregierungen gefordert, dass hier stärkere rechtliche Voraussetzungen vorhanden sind, dass Besteuerung von Unternehmen, auch internationalen Unternehmen gegeben sind, damit sie sich an der Wertschöpfung, dass sie sich daran beteiligen, dieses Europa auch in der Zukunft mitzufinanzieren und das Geld nicht woanders hinschieben. Und das zweite Punkt ist, dass wir auch hier Vergleichbarkeiten brauchen in der Steuerpolitik, damit nicht Länder wie Irland oder die Niederlande oder Luxemburg Möglichkeiten hat, dass man anlockt mit Steuergeschenken und dadurch vor Ort, wo die Wertschöpfung stattfindet, nicht ordentlich Steuern gezahlt wird. Kommen wir auf ein Thema, was Sie gerade angesprochen haben, nämlich das Stichwort Zukunft Europa. Jetzt schauen wir beispielsweise nach Frankreich. Da ist ein sehr agiler französischer Präsident, der beispielsweise einen europäischen Finanzminister fordert. Das ist nicht zu machen, auch nicht mit den Mitgliedern der CDU. Wie viel Europa wird denn dann zukünftig auch die Politik bestimmen? Nun, ich glaube, wir müssen sehen, ein Finanzminister, der nationale Haushalte anhält, den wird es nicht geben. Der Bundesfinanzminister kann auch nicht den bayerischen Staatshaushalt anhalten. Ich glaube, da können wir von Europa nicht mehr fordern. Aber dass wir, glaube ich, eine Stärkung erreichen könnten, dass der Vizepräsident Wirtschaft und Währung gleichzeitig in Absprache mit den Finanzministern Chef der Eurogruppe wäre, würde die Schlagkraft entscheidend verstärken, um auf diese Art und Weise doch europäischen Regeln durchzusetzen und gleichzeitig auch Initialzündung zu geben, dass wir in Zukunftsbereichen besser werden, die wir für Arbeitsplätze und Fortschritt brauchen. Schon im Sondierungspapier von CDU, CSU und SPD war das Thema Europa das ganz Große, ganz vorne auch im Sondierungspapier schon drin. Das ist natürlich auch eine Herzenssache von Martin Schulz. In Deutschland wird jetzt aber auch schon diskutiert, wie möglicherweise Ministerposten vergeben werden. Was raten Sie Ihrem ehemaligen Parlamentskollegen Martin Schulz? Soll er in ein Kabinett Merkel eintreten oder vielleicht doch eher die Rolle des Vorsitzenden weiter ausfüllen? Nun, dieses Europa ist nicht nur Martin Schulz. Die CDU ist die klassische Europapartei und hat dieses auch entsprechend in diesen Verhandlungen wieder deutlich gemacht. Aber Martin Schulz muss das selbst wissen. Da kann man schlecht raten. Aber ich glaube, dass für einen Parteivorsitzenden nicht gleichzeitig auch Fraktionsvorsitzender ist,
nicht gut ist, wenn er nicht im Kabinett sitzt, denn dann wäre er Randerscheinung. Aber das muss die SPD unter sich ausmachen. Gucken wir noch mal auf die Führungsrolle Deutschlands innerhalb der Europäischen Union, vielleicht auch gemeinsam mit Frankreich. Wie werden dort zukünftig Akzente gesetzt? Weil diese wichtige Achse, wenn wir beispielsweise das Stichwort Brexit nehmen, die wird ja in Zukunft auch das Tempo in der Europäischen Union bestimmen. Hat es immer bestimmt, aber wir haben in den letzten 10 Jahren Frankreich nicht gehabt, weil Frankreich nicht reformfähig war. Präsident Macron hat die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um Frankreich wettbewerbsfähiger zu machen. Im Bereich der Arbeitsmarktpolitik, der Wirtschaftspolitik und manchen anderen Bereichen mehr. Und deswegen wächst jetzt Frankreich wieder zu einem gleichwertigen Partner auf, was auch eine Erleichterung für Deutschland ist. Es ist nicht angenehm, in der Europäischen Union allein zu führen. Und wenn wir jetzt wieder ein paar Merkel-Macron bekommen, über Kohl, Mitterrand hatten oder Giscard, Schmidt oder Adenauer, de Gaulle, dann ist das, glaube ich, wäre das eine gute Sache. Und deswegen sollte man da auf dann dazugehen. Kurze Frage zum Schluss. Milliardeninvestitionen in allen Punkten, beispielsweise in der Digitalisierung, beim sozialen Wohnungsbau, aber auch anderen Themen, stehen in diesem Koalitionsvertrag. Wie zufrieden sind Sie aus Sicht der CDU? Viele sagen ja auch, dass man viele SPD-Themen hier umgesetzt hat. Ich glaube, bei einer solchen Koalition, und wenn man die Vorausgeschichte kennt, muss jeder Dinge durchsetzen. Da darf es keinen Gewinner geben. Ich glaube, es ist jetzt ein ausgewogenes Ergebnis. Und wenn wir Digitalisierung vorankommen, ist das die entscheidende Zukunftsfrage. Wir müssen in Europa den digitalen Binnenmarkt endlich schaffen, dafür die rechtlichen Regelungen schaffen. Wir müssen aber unser Land und die gesamte Europäische Union mit Breitbandnetzen ausstatten. Wir müssen hier Voraussetzungen schaffen, sowohl im technischen Bereich, im Infrastrukturbereich als im rechtlichen Bereich, dass wir Stärken in Größenordnung bekommen, um mit den Amerikanern konkurrieren zu können. Sagt Elmar Brok. Und der Hinweis auf Amerika gilt natürlich auch Ihnen, denn Sie werden von Herrn Juncker schon gehandelt als einer, der zukünftig für die Beziehungen in Amerika mitverantwortlich ist, für die Europäische Union. Vielen Dank für dieses Interview. Ja, das war bisweilen und einstweilen hier unser Gespräch aus Straßburg. Heute beschäftigt sich das Parlament vor allen Dingen noch mit dem Thema Abgastests an Menschen und Tieren. Dazu später mehr. Und jetzt erstmal zurück ins Studio zu meinem Kollegen Thomas Bade. Ja, vielen Dank, Marlon Herrmann in Straßburg.